Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir schönen Tag. Als erstes zu der Situation in Hamburg. Also die Grünen haben ohne inhaltliche Gründe diese Koalition platzen lassen, denn es gab keine inhaltlichen Unterschiede in ihrer Politik. Rot-Grün in Hamburg war ein Zweckbündnis und dieses Zweckbündnis war aus unserer Sicht überhaupt nicht erfolgreich. Dass die Grünen jetzt versuchen, dieses Zweckbündnis zu verlassen, hat taktische Gründe, keine inhaltlichen Gründe. Allerdings war dieses Bündnis für die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs alles andere als ein Erfolg. Wir haben in Hamburg eine Leiharbeitsquote, die exorbitant hoch ist, höher als in allen anderen Ländern. Wir haben nirgendwo die Situation, dass Millionäre weniger geprüft werden, ob sie korrekt Steuern zahlen, als in Hamburg. Wir haben neue Schulden in Höhe von fast 3,4 Milliarden Euro in Hamburg und wir haben trotzdem die Situation, dass in den sozialen Bereichen in Hamburg gekürzt wurde. Wir haben in Hamburg einen dramatischen Niedriglohnsektor. Jeder hundertste Arbeitnehmer verdient trotz Vollzeitjob weniger als 400 Euro. Wir haben die Situation, dass jeder fünfte weniger als 2000 Euro verdient in einem eigentlich, was man meint, reichen Bundesland. Aus dieser Tatsache heraus und aus diesen Tatsachen heraus begrüßen wir natürlich die Neuwahlen. Sie sind der richtige Weg. Sie wären aber schon der richtige Weg gewesen, als Uli von Beust die Brocken hingeworfen hat und gesagt hat, er will dort sein Amt nicht mehr ausführen. Dort wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich bedauere sehr, dass die Grünen in dieser Situation so getan haben, als könnten sie weitermachen und jetzt sehen wir, was dabei rauskommt. Wir werden weiter unseren Kurs fahren, den wir bisher in Hamburg gefahren haben. Wir haben gezeigt, dass wir für Hamburg unverzichtbar sind. Wir sind das soziale Gewissen auch in dieser Bürgerschaft gewesen und wollen es auch weiter sein. Unsere Positionen sind klar. Wir werden weiter für höhere Löhne eintreten. Wir werden uns um die Sozialleistungen kümmern und wir werden natürlich auch gegen das sein, was üblicherweise dann von anderen Parteien gern gemacht wird, in Zeiten der Haushaltsnot, nämlich Gebührenerhöhungen für die Bürger. Wir sehen uns nach wie vor als unverzichtbar in dieser Stadt. Wir werden, was unseren Wahlkampf betrifft, mit Sicherheit einen sehr eigenständigen Wahlkampf machen. Wir werden deshalb einen Wahlkampf machen, der sich auf unsere Kernthemen beziehen wird. Und unsere Kernthemen sind soziale Gerechtigkeit und unsere Kernthemen sind Lohngerechtigkeit. Unsere Kernthemen sind natürlich auch Sozialleistungen, die den Menschen ein einigermaßen würdigeres Leben in dieser Gesellschaft ermöglichen. Das zweite Thema, die Auseinandersetzung um WikiLeaks. Also die Debatte, ob das nun rechtmäßig ist oder nicht rechtmäßig ist, dass solche Dinge veröffentlicht werden, ist wirklich müßig. Wir stellen fest, dass offensichtlich Regierungen, insbesondere auch die Regierung der USA, eine ganze Menge zu verschleiern hat. Und wenn es dann eine öffentliche Debatte darüber gibt, ob es richtig ist, dass dort veröffentlicht wird, wie amerikanisches Militär Zivilisten erschießt. Und ob es dann richtig ist, dass jemand, der das veröffentlicht, mit über 50 Jahren Gefängnis bestraft werden soll, nämlich der das offensichtlich als amerikanischer Soldat gemacht hat. Das ist aus meiner Sicht eine absolut fehlerhafte Debatte. Richtig ist, dass wenn so etwas veröffentlicht wird, offensichtlich auch die Regierungen aufpassen müssen, was sie eigentlich treiben. Und das ist der Sinn von solchen Veröffentlichungen und die halte ich absolut für richtig. Regierungen gehören mehr kontrolliert als durch Parlamente, weil oft auch Parlamente gar nicht die Möglichkeit haben, genau hinzugucken und auch nicht, gar nicht genau wissen, was eigentlich getrieben wird. Insofern sind solche Veröffentlichungen immer wichtiger und ich denke, sie sind im Zeitalter von Internet und im Zeitalter von einer Informationsvielfalt auch überhaupt nicht mehr einzudämmen. Und deshalb geht es eher um die Frage, dass man vernünftigerweise überlegt, wie man als Regierung handelt. Das öffentliche Interesse an solchen Enthüllungen ist ja auch nicht zu leugnen. Und nun zur Aufregung über die Urteile über deutsche Politiker. Also, dass Herr Niebel eine schräge Wahl ist, das brauchen wir doch nicht erst durch die Amerikaner bestätigt zu bekommen. Das weiß man doch vorher. Und dass das Ansehen deutscher Politiker im Ausland auch nicht das Beste ist, das haben sie sich selbst zuzuschreiben und nicht WikiLeaks. Also die Aufregung darüber, die halte ich für ein wenig übertrieben.
Insofern sollten wir das Ganze sozusagen so betrachten, wie es ist. Dort sind Dinge bestätigt worden, die allenthalben in Deutschland bekannt sind. Als meinen letzten Punkt zur Irland-Krise. Also wir haben ja nun bestätigt bekommen, dass 85 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, um den irländischen Banken, denen die sind es eigentlich, um die es geht, zu helfen. Damit wird angeblich der Euro stabilisiert. Meine größte Kritik an dem ganzen Vorgehen besteht darin, dass es nach wie vor dabei bleibt, dass der Steuersatz für Unternehmen in Irland deutlich unter den sonst üblichen in Europa liegt. Und was heißt es? Ich erinnere an die Hypo Real Estate und ich erinnere an die DEPFA. Die DEPFA war die irländische Tochter der Hypo Real Estate, die das ganze Debakel bei der Hypo Real Estate erst eingeläutet hat. Ursache für das Engagement der Hypo Real Estate in Irland waren die niedrigen Unternehmenssteuern. Und wenn jetzt genau auf dieser Basis weitergearbeitet werden kann wie vorher, kann sich der Steuerzahler darauf einstellen, dass er genau in der nächsten Periode wieder geschöpft werden soll. Das eigentliche Grundproblem ist nicht angegangen worden. Und das eigentliche Grundproblem ist, dass die Banken erstens selber zur Verantwortung gezogen werden müssen für das, was sie treiben. Deshalb sind wir auch für eine Bankenabgabe, deshalb sind wir auch für eine Finanztransaktionssteuer. Und wir sind dafür, dass vor allem nicht die belastet werden, die letztendlich überhaupt nichts an dieser Krise in irgendeiner Weise verursacht haben. Deshalb sagen wir auch, wir bleiben dabei, wir sind an der Seite der irländischen Bürger. Und das bedeutet für uns im Klartext, dass wir tatsächlich eben nicht dieses Einschnüren der wirtschaftlichen Leistung Griechenlands akzeptieren, das jetzt die Folge sein wird, dieses sogenannten Rettungspakets, sondern dass wir davon ausgehen, dass tatsächlich die belastet werden, die es verursacht haben. Im Übrigen, ich möchte darauf hinweisen, es wäre eine interessante Frage, mit wie vielen Milliarden ist eigentlich die Deutsche Bank an diesem ganzen Debakel in Irland beteiligt? In welcher Weise finanziert auch der deutsche Steuerzahler letztendlich die Fakten, nämlich in der Weise die Fakten, dass die Deutsche Bank geschützt wird vor möglichen Verlusten, die sie sonst über die irländischen Banken gehabt hätte? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir wollen, dass wir ein Europa haben, das ein soziales Europa ist. Wir erleben zurzeit ein Europa, das sich insbesondere als Rettungsschirm für die Banken erweist. Unsere Vorstellungen gehen dahin, dass keiner und auch kein Land gegen das andere ausgespielt werden darf, sondern dass wir ein Europa der Bürger und des sozialen Ausgleichs brauchen. Und von dem sind wir zurzeit weit, weit entfernt.